Advent. Das biblische Wort über den dritten Advent, es lautet: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der dritte Sonntag im Advent ist Johannes dem Täufer gewidmet, dem Wegbereiter Jesu. Traditionell aber war mal ein anderes Wort leitend für den dritten Advent. In der evangelischen Kirche ist es auf den vierten Advent gewandert. Das Wort von Paulus: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Auf Latein heißt es dann: Gaudete in Domino Semper, iterum digo Gaudete. Und so hat der dritte Advent oft auch den Namen Gaudete: Freut euch. In dem dritten Sonntag im Advent bricht die Freude des Weihnachtsfestes schon hinein. Und da gibt es in der katholischen Kirche eine ganz besondere Tradition. Die liturgische Farbe für den Advent ist ja violett. Und wenn sich das Violett mit dem Weiß des Weihnachtsfestes mischt, kommt Rosa dabei raus. In der katholischen Kirche sind die liturgischen Gewänder heute am dritten Advent tatsächlich rosa, auch wenn uns das sehr komisch vorkommt. Und es gibt auch die Tradition, dass auch am Adventskranz diese Farben sich widerspiegeln. Sie sehen auf diesem Bild hier jetzt drei Kerzen in Violett und eine Kerze in Rosa. Ich finde das ein wunderschönes Symbol, dass das Licht schon in die Dunkelheit hineinbricht, dass man in der Dunkelheit schon eine Ahnung davon hat, dass es das Licht gibt und dass es irgendwann wieder voll und ganz durchbrechen wird. Was brauchen wir in Zeiten der Dunkelheit? Diese mindestens Ahnung, besser noch Gewissheit davon, dass das Licht da ist und irgendwann wieder durchbricht. Diese Ahnung und noch besser diese Gewissheit wünsche ich Ihnen heute am dritten Advent.